Ich habe vor 6 Jahren bei der Firma Ultimate begonnen im Vertrieb, habe dann nach und nach immer mehrere Key-Account-Konten übernommen und jetzt habe ich die Chance bekommen, als Vertriebsleiter das Unternehmen noch stärker mitzugestalten. Bei Ultimate gibt es keinen vorgefertigten Karriereweg. Ich habe in dem Fall im Projekteinkauf angefangen. Man kann sich aber genauso, wenn man sich denkt, Abteilung Vertrieb oder Qualität interessiert mich, dann kann ich mich einfach bewerben, auch intern. Mein letzter Kurs war ein kurzer, überblicklicher Kurs zum Thema RAMS. Das heißt, das ist Wartung, Zuverlässigkeit und Lebenszykluskostenberechnung. Und der hat letzten Herbst stattgefunden. Und den kann ich eigentlich fast täglich brauchen, da ich auch täglich mit diesen Themen zu tun habe. 1 oder 2 Monate, nachdem ich angestellt worden bin, hat es ein kurzes Mitarbeitergespräch mit meinen direkten Vorgesetzten gegeben. Wie es mir eigentlich gefällt, ob das für mich so passt hat, wie ich eingestellt worden bin, ob das dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe. Es gibt jährliche Mitarbeitergespräche, um einerseits das vergangene Jahr zu reflektieren und auch dann gemeinsam Ziele für die Zukunft wieder zu definieren. Der Gestaltungsfreiraum ist eigentlich in meiner Position oder generell in der Firma sehr groß. Das heißt, man kann sich selber sehr verwirklichen oder auch die Arbeit so abhandeln, wie man es am liebsten haben möchte. Entwicklungsmöglichkeiten bei Ultimate gibt es sehr viele. Wenn man motiviert ist und einfach sagt, was man kann, dann ist wirklich vieles möglich.